Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer. Wir haben eine Rede gehört von Herrn Höhn von der Linken. Die war nicht etwa die Höhe der Debattenkultur, sondern die war der Hohn für die Aufbauleistung der Menschen in den neuen Bundesländern in den letzten 30 Jahren. Das, was Sie hier gesagt haben, und ich zitiere Sie wörtlich, der Aufbau Ost ist nicht geschafft. Das ist ein Schlag ins Gesicht derer, die erstens Sie als Partei, die marode Staatswirtschaft zu verantworten haben, die einen Unrechtsstaat zu verantworten haben, die den Schürerplan 1989, schauen Sie mal in den Schürerplan rein, zu verantworten haben. Da war die DDR bankrott, Und wer sich anschaut, von wo wir gekommen sind, die Flüsse, die Böden, die Luft, alles verschmutzt. Wir haben das Thema Klima heute gehabt, wie hoch die Belastungen hier waren, was in den letzten 30 Jahren geschehen ist. Von der Wismut zur Bundesgartenschau 2007 in Gera-Ronneburg, von einer verseuchten Region aus DDR-Zeiten, die Sie parteilich mitzuverantworten hatten, zu blühenden Landschaften. Das ist die Leistung, die wir gesehen haben in den letzten 30 Jahren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben gesehen, dass der Osten sich aufgemacht hat mit Innovationsgeist, der ihm nicht in der Schule vermittelt wurde, mit vielen Unternehmern, die Mitte 40 noch mal neu gegründet haben, nicht aus der Hochschule heraus, sondern mitten im Leben stehend. Wir haben erlebt, wie viele diesen Unternehmergeist in die Hand genommen haben, selber gegründet haben, reinvestiert haben, sich eigene Märkte erarbeitet haben, vom lokalen Deutschen zum europäischen Binnenmarkt und heute auf dem globalen Wettbewerb der Globalisierung im Weltmarkt aktiv sind. Und wir erleben, dass mittlerweile die Zahlen, die wir im 30. Jahr der Wiedervereinigung uns anschauen, die ganz nüchternen Fakten dafür sprechen, dass eine ungemeine starke Aufbauleistung hier in diesem Land passiert ist. Es gab vielleicht drei oder vier Leistungen welthistorisch, die hier einzuordnen sind. Das ist einmal, wir haben es die Chinesen in den letzten 40 Jahren geschafft, mehrere hundert Millionen in die Mittelklasse zu holen. Wie hat es ein Land wie Singapur geschafft, aus einem mückenverseuchten Sumpf eine starke Wirtschaftsleistung zu machen. Und es ist die Leistung nach der Wiedervereinigung, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Ostdeutschland, aber auch in Osteuropa, wie wir aus einem maroden System Marktwirtschaft gemacht haben und hier Millionen von Menschen in die Mittelschicht gebracht haben, die heute davon leben können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist die Aufbauleistung, für die wir uns nicht schämen müssen, wie Sie es uns einreden wollen. Ich komme zu einem Punkt, der uns alle, zumindest in der Mitte des Plenums, eint, von der SPD, den Grünen, der FDP und der Union. Wenn wir sagen, wir wollen die Gründungskultur in Deutschland stärken. Und die geschätzte Kollegin Müller hat angesprochen, wir müssen da auch weg von der analogen Verwaltung. Wir müssen zukunftsfähig werden. Sie hat recht. Und dann schauen wir uns mal ein Beispiel an, das Land Berlin. Hier wächst eine Start-up-Kultur, die mittlerweile sich anschickt, London als Startup-Platz Nummer 1 in Europa zu überholen. Aber wenn wir in die Verwaltung schauen des Landes Berlin, da ist Grauen angesagt. Wenn Sie für eine Anmeldung eines neugeborenen Kindes in Estland am Tag nach der Geburt eine E-Mail bekommen, herzlichen Glückwunsch zur Geburt Ihres Sohnes oder Ihrer Tochter, ab nächsten Monat überweisen wir das Geld auf das von Ihnen angegebene Konto. Das ist digitalisierte Verwaltung. In Berlin, Rot-Rot-Grün, sorgt die Verwaltung dafür, dass ich Wochen und Monate gar keinen Termin bekomme für die Anmeldung dieser Tochter. Und das geht weiter bei der Gründung von Unternehmen, das geht weiter bei der Anmeldung von ausländischen Mitarbeitern. Das Land Berlin oder die Start-up-Kultur in Berlin wächst nicht wegen der digitalen Verwaltung, sondern trotz dieser. Und das ist der Bestandteil, wenn wir uns mal die Realität dieses Landes anschauen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir stehen jetzt in dieser Debatte, wo wir heute Morgen über das Klima, dann über die Kohle und jetzt über die Gründungen reden, vor der Frage, wer schafft eigentlich die technologischen Antworten und Lösungen, auch für das Klima, im 21. Jahrhundert? Ist das etwa eine Greta Thunberg, die mit erhobenem Zeigefinger in Rumpelstilzchen-Manier auf dem Surfbrett der Verbotsdebatte einherkommt? Und die vor allem ganz, ganz viel mediale Aufmerksamkeit bekommt von allen Seiten der Welt? Oder sind es vielleicht doch, wie Sie hier auf dieser Tribüne sitzen, fleißige, interessierte, junge,
Jungen und Mädchen, die sich anschicken, jeden Tag mehr über Chemie, über Biologie, über Physik, über die Naturwissenschaften zu lernen, die keine Aufmerksamkeit bekommen, aber jeden Tag vielleicht etwas dafür tun, wie wir mit technischen Lösungen Innovation von morgen schaffen. Wenn Gottlieb Daimler und Karl Benz nur mit dem erhobenen Zeigefinger gekommen wären, hätten Verbotsdebatten angerührt, dann würden wir heute nicht so starke, wirtschaftlich globale, erfolgreiche Firmen haben. Sie haben einen anderen Weg gewählt. Es waren die Tüftler und Macher in diesem Land. Es waren die Gründer von gestern, die den heutigen Wirtschaftserfolg Deutschlands garantieren. Und genau diese Kultur müssen wir wecken, wenn wir eben junge Leute in den Schulen ansprechen. Wir müssen ihnen Mut machen. Wir müssen ihnen Mut machen, zu gründen und einen Unternehmergeist zu wecken. Und da sind nicht nur wir im Bund gefragt, das sind auch die Länder gefragt. Denn wir brauchen in den Schulen Wirtschaft als Schulfach, mehr Unternehmenspraktika, Jugend forscht und andere Programme, die unterstützt werden müssen. Der Businessplan gehört ins Schulcurriculum und Coding gehört als Fremdsprache genauso unterrichtet wie Französisch oder Englisch. Testen wir doch mal, wer bei Coding gut ist. Und ein Teil von denen, die das als Sprache gut beherrschen werden, morgen und übermorgen auch den Wohlstand dieses Landes mitsichern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Antrag von der FDP und von den Grünen, der zum Ziel hat, die Gründungskultur zu stärken, der deckt sich in vielerlei Hinsicht mit dem, was wir aktuell auch in dieser Bundesregierung schon machen. Wenn wir uns Exist anschauen, ein Programm, wo es darum geht, aus der Hochschule heraus zu gründen, dann sehen wir, dass 3/4 der geförderten Exist-Gründerstipendium-Projekte und mehr als 80% der Exist-Forschungstransferprojekte zu einer Unternehmensgründung führen. Wenn wir uns den Bereich Finanzierung anschauen, dann haben wir in der Erstfinanzierung in der Stufe 1 und 2 die Finanzierung für Startups in Deutschland in den letzten 10 Jahren auf gute Beine gestellt. Jetzt arbeiten wir daran, wie wir die Wachstumsphase von Gründungen noch weiter hier in Deutschland finanzieren können. Das heißt, wir sehen in ganz vielen Bereichen sehr klar, dass wir erstens den Osten nicht schlecht reden müssen, sondern die Lebensleistung anerkennen müssen. Zweitens, dass wir viel für den Bereich Gründung tun und dass es nicht nur eine Aufgabe des Bundes, sondern auch vor allem der Länder ist, sich hier mehr zu engagieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Marc Hauptmann. Nächster Redner, Frank Junge für die SPD-Fraktion.